Hallo, ich bin Jessica Drescher, vielleicht haben Sie schon was von mir gehört, arbeite bei der Grow Up Management Beratung, bin Psychologin und hier tätig als Beraterin. Mir gegenüber sitzt Michael Lorenz. Ja, und ich bin zur Grow Up Management Beratung gekommen im Jahr 2001, war vorher 13 Jahre bei Kienbaum und bin hier einer der beiden Geschäftsführer. Genau, und heute wollen wir euch mal mitnehmen in das Thema junge Beraterinnen oder junge Frauen in der Geschäftswelt, weil mir persönlich das Thema sehr am Herzen liegt und der Michael einfach die gewisse Erfahrung, vor allem auch die männliche Perspektive da mitbringen kann. Und ich glaube, dass das für viele junge Frauen, wie ich es auch bin, ein tolles Thema ist und tolle Gedanken liefern kann, wie man sich präsentieren kann, wie man auftreten kann oder auch wie man wirkt und sich einfach vielleicht auch in einer Männerdomäne platzieren kann. Und ich persönlich glaube, dass dieses Thema geschlechtsspezifische Unterschiede nicht so einfach zu diskutieren ist. Das ist sehr vielschichtig. Ich persönlich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eins der Hauptprobleme eigentlich daher kommt, dass jüngere Frauen viel stärker und ältere wahrscheinlich auch viel stärker über ihre Wirkung auf andere nachdenken und jüngere Männer häufiger mal dazu tendieren, sich einfach irgendwie zu verhalten, und das wirkt dann natürlich nach außen selbstsicher, und das führt an manchen Stellen dann möglicherweise dazu, dass Kunden vielleicht eher folgen oder eher bereit sind, dazuzuhören, obwohl der Inhalt eigentlich derselbe ist, aber der Adressat oder der Absender da den Unterschied macht. Und zu dem Thema wollen wir ein bisschen nachdenken und vielleicht so auch die ein oder andere Erfahrung berichten. Genau. Also, wie ich auf das Thema komme, ist prinzipiell so, dass diese ganze Gender-Geschichte mir relativ fremd ist. Aus der Psychologie weiß ich natürlich, was das beinhaltet, was da für Diskriminierung, Stigmatisierung alles mit einhergeht. Allerdings mir persönlich das nicht so wichtig ist. Jetzt bin ich dann in diese Business-Welt abgetaucht und stelle schon fest, dass ich an manchen Stellen mit Vorbehalten konfrontiert werde. Zudem glaube ich auch, also ich bin blond, das ist auch ein Punkt, den ich sagen würde, schürt diese Vorbehalte noch mehr. Und und wir hatten schon mal ein Coaching gehabt und da ging es ja auch stark darum, zu sagen, wie stelle ich mich vor, und ich habe mich dann lange Zeit noch beschäftigt mit, wer bin ich überhaupt und was will ich preisgeben und was ist sinnvoll preiszugeben? Und ich denke, das ist ganz klar situationsabhängig oder auch vom Publikum abhängig. Aber da ist der schwierige Grad zu sagen, okay, wann lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wann bin ich zu weiblich, wann bin ich zu männlich und wo ist denn da der Mittelweg? Und ich glaube, der erste Gedanke, den ich zu dem Thema habe, ist zu akzeptieren, dass ich plötzlich in dieser beruflichen Karriere plötzlich gar nicht mehr Person bin, sondern erstmal Rolle. Das heißt, ich bin jemand, der jetzt irgendwas präsentiert oder berichtet oder irgendwelche Ergebnisse vorstellt, und ich glaube, dass das gut und wichtig ist, sich erstmal deutlich zu machen, ich spreche hier in einer Rolle und gar nicht als Mensch oder auch gar nicht als Person, die ich natürlich bin. Aber das ist jetzt gerade gar nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist, was erfordert eigentlich die Rolle von mir, was ist die Erwartung des Publikums, wie gut kenne ich mich mit den Inhalten aus oder. Also kann ich eigentlich zu dem Thema sprechen, weil ich genügend weiß oder Erfahrung habe, ne? Und das aus der Rolle heraus zu tun. Das, finde ich, ist schon mal ein erster Gedanke, der vielleicht helfen kann, zu sagen, ich bin gar nicht als ich da. Gut, dann geht ja auch Kritik an die Rolle und nicht als mich als Person. Das ist natürlich ein guter Gedanke. Aber wie sehe ich das, welche Rolle ich einnehmen muss? Also das hängt aus meiner Sicht ab davon, was
mit welchem Anspruch gehe ich da dran, mit welchem Anspruch werde ich aber auch möglicherweise dahin geschickt, welche Erwartungen hat aber auch das Auditorium oder haben die Leute, die mir zuhören sollen. Und da ist es natürlich gut, wenn man die Möglichkeit hat, ein paar Mal jemand anders in so einer Rolle zuzugucken oder zu betrachten, um zu sagen, aha, wie verhält der sich eigentlich, was tut der oder was macht der oder was macht der nicht. Ich will mal berichten, an was ich da denke als erfahrener Berater. Ich versuche zum Beispiel immer, mich outfitmäßig der Szene ein bisschen anzupassen. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass Leute im Bereich Softwareentwicklung oder auch bei Werbeagenturen viel freizeitorientierter angezogen sind als zum Beispiel Leute jetzt in konservativeren Branchen, zum Beispiel bei Versicherungen oder so. Das ist heute auch nicht mehr so, dass in der Versicherung alle mit Anzug und Krawatte rumlaufen. Aber du siehst schon Stoffhose, Hemd. Das ist schon, und bei formalen Präsentationen ist es auch eine Krawatte und ein Jackett. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir immer die Frage stelle, naja gut, was erwarten die von mir? Und in welcher Rolle tauche ich auch jetzt gerade da auf? Bin ich der Experte für etwas? Bin ich der Conferencier? Also soll ich Leute zusammenbringen und durch die Veranstaltung leiten? Bin ich Moderator? Bin ich Impulsgeber? Was bin ich? Und das ist natürlich durchaus zu klären mit demjenigen, der sagt, wir hätten Sie gerne oder euch gerne oder dich gerne zu der Veranstaltung. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, gerade bei Frauen. Ne? Also die Outfit-Frage oder auch dieses, verkleide ich mich dadurch oder eben nicht? Aber so wie du es schilderst, ist es ja dann weit weg vom Verkleiden, sondern vom Anpassen, ne, an die Situation. Und das heißt ja nicht immer hochgeschlossene Bluse und Bläser, damit ich mich vielleicht als junge Frau dann gerade da ein bisschen mein Schutzschild vielleicht anlege, sondern da, ich glaube schon, dass es mit Mut zu tun hat, dann vielleicht auch zu sagen, man kommt ein bisschen lässiger, weil es dem anders entspricht. Und ich würde versuchen, mich so zu kleiden, dass ich nicht aus der Rolle falle, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Möglichkeit habe, in der Rolle zu bleiben. Ich will mal ein Gegenbeispiel machen. Wenn jemand ausgewiesener Experte für irgendein Thema ist und Jahre oder Jahrzehnte sehr erfolgreich war, dann ist das für den leichter, mal aus der Rolle zu fallen. Weil es sich leisten kann. Also, genau. Ja, ja. Es gibt quasi so eine Art virtuelles Punktekonto, was natürlich bestimmte Einzahlungen kriegt, dadurch, dass man irgendwas hat oder irgendwie kann oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Also da werden Leuten natürlich, wenn sie sehr erfolgreich sind oder sehr erfahren oder sehr kompetent in irgendwas Sachen, vielleicht etwas leichter nachgesehen. Deswegen würde ich heute immer noch auch darauf achten, dass ich mich rollenkonform verhalte. Das muss nicht konservativ sein, das muss nicht stocksteif sein, aber es ist gut, jetzt nicht bei einer Veranstaltung in der Versicherung mit so einem T-Shirt rumzulaufen, wie unser Administrator das hat, ne? Mit so einem Roboterkopf und dann irgendeinem Spruch da drauf. Das würde ich mir schenken in der Situation, ohne dass das irgendwie verkleidet ist. Ja. Aber wie ist das für dich als Mann, wenn du, ne, du kannst dich dann viel mehr in die Rolle versetzen, wenn jetzt eine weibliche Trainerin oder Beraterin kommt, sind diese Rollen, also ist es immer, gut, du bist Psychologe, da ist es nochmal, glaube ich, ein bisschen reflektierter, das Ganze. Vielleicht werte ich das auch zu hoch, das mag ja auch sein. Oder ist es wirklich Bestand? Also, dass mein Gefühl mich nicht trübt, dass es immer noch ein großes Thema ist, zu sagen, das Behaupten in einer männlichen Domäne ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Und ich persönlich glaube, dass es eher eine Frage ist, wie sicher trete ich auf in der Situation oder welche Signale von Unsicherheit sende ich auch.
Und wenn du eine unreflektierte Gruppe hast oder eine Gruppe, die dir nicht so sehr gewogen ist per Voreinstellung, dann ist es natürlich ungut, unsicher zu erscheinen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier Weihnachtsfeier und wir wollen ein neues Spiel ausprobieren und du bist diejenige, die das Spiel vorstellt, dann weißt du, alle mögen dich hier in der Situation und es wird akzeptiert, dass du eine gewisse Unsicherheit ausstrahlst, weil es ein neues Spiel ist. Dann wirst du vielleicht gefoppt oder du kriegst einen blöden Spruch, aber du weißt, der ist nicht böse oder der ist nicht wirklich ernst, sondern der liegt daran, dass du irgendwie aufgezogen wirst, weil irgendwie du das nicht so souverän machst, weil du das Spiel noch nicht 500 Mal erklärt hast. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Betriebskrankenkasse deutlich machen willst, dass das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass mögliche echt gravierende Veränderungen auftauchen, dann ist es natürlich was anderes. Und Signale der Unsicherheit sind in so einer Situation, wo Leute ängstlich sind oder unsicher über, wie geht es mit mir weiter, wird mein Chef noch derselbe sein, ne, dann ist es natürlich ungut, solche Signale zu senden. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, wenn man Gruppen von Menschen durch eine Präsentation oder durch einen Vortrag, den man hält, oder durch die Ergebnisse einer Arbeit, wenn man damit konfrontiert, dass man eben auch eine gute Sicherheit ausstrahlt. Das heißt nicht, dass man die immer hat, Ja, aber klar. ich glaube, es ist gut, sie Auf auszustrahlen. alle Fälle. Ich meine, das hat ja auch was, es geht ja dann auch darum zu zeigen, wie kompetent bin ich. Also, ne, dann kommt der Altersfaktor im Sinne von dann weiblich plus jung. Das sind dann irgendwie zwei Sachen, die ungünstig sind in manchen Verhältnissen, aber manchmal auch total gut, so wie sie sind. Und da ist es ja auch ganz schnell so, okay, was will jetzt mal überspitzt gesagt die kleine Maus mir denn jetzt erzählen? Also, ne? Ich persönlich glaube, dass sich das tatsächlich sehr, sehr stark auch verändert hat in den letzten vielleicht 30 Jahren, würde ich sagen, dass dieses Thema weiblich eigentlich gar nicht mehr, weiblich-männlich gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Natürlich spielt das Thema jung eine gewisse Rolle, weil durch die Jugendlichkeit eben klar ist, aller Wahrscheinlichkeit nach fehlen gewisse Erfahrungen. Und im Einzelfall müssen die ja auch nicht sein. Ne? Aber wenn jemand jung ist und strahlt Signale der Unsicherheit aus, dann merkt man, oh, der hat das oder dieses Thema noch nicht oft gemacht. Und welche Signale hast du im Kopf, wenn du sagst Du, Unsicherheitssignale? wenn zum Beispiel etwas schwierigere Stellen weggelächelt wird oder du kennst das so ein bisschen verhaltenes Kichern, ne, oder dass man irgendwie unsicher hin und her läuft. Also es gibt schon körpersprachliche Signale, an denen man erkennen kann, jemand ist nicht so vertraut mit der Situation, wie er auch vertraut mit einer Situation sein könnte oder manchmal eben auch sollte. Und glaubst du, das kann man trainieren? Also wenn Oh man dazu, ja. ne, wenn man dazu neigt, irgendwie Ja, dann na auf einmal sich klar. klein zu machen Ja, oder na klar. zittrige Stimme oder was auch immer, Ja, dieses oder was Bleib weg oder wegzulachen, lachen oder so. Na klar, ich bin der Meinung, man kann alles trainieren. Und man kann, wenn man genügend intensiv trainiert oder sich damit auseinandersetzt, auch in allem besser werden. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man ein Talent in irgendwas ist. Wenn man jetzt hochkarätig irgendwas machen will, wegen mir jetzt wurden der Golden Globe wurde oder verliehen. Ne? Wenn man jetzt plötzlich das nächste Woche moderieren sollte, dann würde ich sagen, uiuiui, ne? Also dann würde ich mir schwer überlegen, auch mit viel Berufserfahrung, weil ich habe weder so eine Veranstaltung schon mal gesehen, noch habe ich mir Leute angeguckt, die häufig in den Rollen waren. Also ich glaube, ne, dass man sagt, oh, das kann ich nicht, hat jetzt nicht nur irgendwas mit Alter zu tun, sondern einfach nur mit Erfahrung in der Situation. Na, wenn du mal 5 Golden Globe-Verleihungen angeguckt hast und dir überlegt hast, was kann man machen, was kann man nicht machen, was wird erwartet von dem Moderator, kann man das wahrscheinlich auch machen. Vielleicht ist man nicht besonders talentiert, aber man kann den Abend gut gestalten.
Und wenn wir jetzt sagen, man kann das trainieren, das heißt ja nicht immer, dass man sich einen externen Coach oder Trainer, ne, das ist sicherlich sinnvoll, aber was kann man denn zum Beispiel für sich selbst machen, um ein bisschen ja, inneres Standing zu bekommen? Ne? Irgendwie, keine Ahnung, im Bad frei vorm Spiegel sprechen Ja. oder ne, wir hatten dann diese Übung mit dem Korken im Mund, damit man deutlich spricht und vielleicht auch Pausen macht, aber wie kontrolliert man das? Oder hast du noch Tipps und Tricks, die man vielleicht mal so gerade nebenbei machen kann, im Auto referieren oder was auch immer? Also ich glaube, dass es gerade bei dem Thema Selbstsicherheit und selbstsicheres Auftreten sehr, sehr viele Übungen und Arbeitssituationen gibt, wo man sich auseinandersetzen kann. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Der Besuch eines Flohmarkts ist eine Situation, die ja völlig im Privaten häufig stattfindet. Und ich glaube, dass man selber etwas lernen kann bei dem Thema, ich verhandle mit Menschen über den Preis, was wert ist. Mochte ich in der Kindheit nie. Absolut. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die das überhaupt nicht mögen, sich auseinanderzusetzen mit jemandem darüber, was der wert ist. Obwohl die rein theoretisch völlig verstehen, etwas hat keinen realen Wert, außer das, was der nächste Kunde bereit ist zu bezahlen. Ja, klar. Gerade auf so einem Flohmarkt sind Sachen, da kann der Preis alles sein, zwischen 10 Cent und 15 Euro, alles. Aber es geht nicht um die Frage, was ist der reale Wert, sondern es geht um die Frage, für welchen Preis gibt es der andere freiwillig ab. Und da zu trainieren, und übrigens, man kann das durchaus machen, indem man mit einem Freund oder einer Freundin hingeht und sagt, beobachte mich mal, was mache ich gut, was mache ich nicht gut. Was hätte man anders machen können? Gib mir mal Feedback hinterher. Das ist aus meiner Sicht, also das Aufsuchen von Situationen, in denen man nicht so sicher ist, wie man das gerne wäre. Und das Zweite ist, jemanden ein Feedback geben zu lassen, ist aus meiner Sicht eine total einfache und gute Situation, um zu sagen, ne, was kann ich denn machen? Bin ich souverän in der Situation? Ja. Zum Beispiel bei mir, wenn ich auf mich gucke, ich mag Hunde nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besonders ängstlich bin, sondern ich mag dieses Gelecke und dieses Geschlabber nicht. Ich mag das nicht, dass die dreckig sind üblicherweise. Ne? Ja, dass so nah komme ich denen üblicherweise nicht. Aber das ist keine Ablehnung von Leuten, die einen Hund haben. Das ist auch keine Ablehnung von Hunden. Aber mir ist dieser körperliche Kontakt mit diesem Tier häufig dann schnell zu intensiv und zu nah. Dummerweise ist das leider so, dass meine Ablehnung von denen mit besonderer Bevorzugung beantwortet wird. Ne? Also ich sag mal, was ich jetzt zum Beispiel tun könnte, um mich selber zu trainieren in der Situation, und ich würde das auch tun, ist jemanden, der einen Hund hat, zu fragen, du, was sind denn die Bewegungen oder was ist die Mimik oder was ist die Gestik, die du verwendest, um mit dem Hund umzugehen. Wie kann ich also leichter mit so einem Hund umgehen und das erreichen, was ich eigentlich gerne möchte, nämlich, dass der Hund da ist und zufrieden ist. Ich habe gerne Hunde um mich. Mir geht es im Wesentlichen um das Vermeiden dieser körperlichen Nähe mit dem Tier. Ja. Ne? So, wie kann ich den Hund auf die Distanz halten, wo ich ihn gerne hätte? Und da kann man sicher besser werden, glaube ich. Okay, also dann prinzipiell Experten fragen, so hey, wie machst du das oder was hast du für Tipps für mich und gib mir Ratschläge. Genau. Was ich auch glaube, ist, sich damit auseinanderzusetzen, warum mag ich die Situation eigentlich oder mag ich sie nicht? Ja. Oder was sind meine Befürchtungen in der Situation oder was kann denn maximal schief gehen? Ja, da sprichst du was Gutes an. Also dieses in sich hineinfühlen. Also manchmal reagiert man ja auf eine Situation und weiß gar nicht, warum. Also warum bin ich jetzt gerade unsicher? Ich kenne den Stoff, ich kenne das Thema. Ja. Irgendwas macht mich jetzt gerade unsicher. Aber die Hinwendung zu, was macht mich denn jetzt gerade unsicher? Vielleicht sind das banale Dinge und vielleicht sind das auch Dinge, die mich gar nicht unsicher machen müssten oder die man aus dem Weg räumen kann. Wenn man weiß, ja gut, wenn ich jetzt den Stoff nicht kann und stelle mich dahin, dann hat man allen Grund, unsicher zu sein. Das definitiv.
Ja, auch ein guter Punkt. Also dieses Reflektieren darüber, warum ist mir diese Situation eher unangenehm und was kann ich tun, damit ich mit der Situation vertrauter bin oder wie kann ich mir sie auch angenehmer machen? Ja. Ich meine, da eignet sich natürlich auch, ne, das Abgucken tatsächlich auf YouTube, das ist voll von Rednern, von weiß der Kuckuck was, Total. Professoren, die da irgendwas erzählen, ne? Wen finde ich gut, wen finde ich nicht gut, wem folge ich und warum folge ich dem? Absolut. Ja. Und das Modell lernen, also jemanden zu gucken, wie macht der das, finde ich total super. Nicht um das zu übernehmen, sondern um sich damit auseinanderzusetzen, Ja. was gefällt mir an dessen Art und Weise des Vortrages oder was gefällt mir möglicherweise auch nicht und was kann ich möglicherweise in mein Repertoire einbauen. Ja. Ich glaube, wir sind alle ein Sammelsurium von Dingen, die wir von anderen gesehen und übernommen haben und für gut befunden haben und auch immer ja Ergebnis dann unserer eigenen Arbeit daran. Ja. Ja, ich glaube, das ist das Ideal oder wünschenswert ist natürlich so ein Methodenkoffer zu haben, wo man dann die Karten zieht und sagt, hey, in der Situation mache ich jetzt so und da mache ich so. Das ist unrealistisch, oder? Also ich habe immer gelernt, wenn du willst, dass jemand kochen lernt, musst du mit der Liebe zu Lebensmitteln anfangen. Das ist, jeder kann etwas nach Rezept nachkochen. Das Dumme fängt dann an, wenn bestimmte Zutaten nicht da sind oder du bestimmte Zustände nicht richtig bewerten kannst. Ne? Also ich würde anfangen mit der Liebe zu Lebensmitteln und ein Verständnis dafür, wenn ich was mit dem Lebensmittel tue, was kommt dann möglicherweise wahrscheinlich dabei raus? Dann hast du hinterher einen viel größeren Wert, als wenn du nur nach Schema F irgendwas abarbeitest. Ja. Okay, also heißt feinfühlig in der Situation, sich trauen, was zu probieren, was man denkt, was angemessen ist, oder? Und zu akzeptieren, dass die Unsicherheit, die ich habe mit bestimmten Situationen, auch was ganz Kostbares ist. Nämlich meine Frage, ich möchte es besonders gut machen. Wie möchte ich von anderen gesehen werden? Ich möchte, dass sie mir folgen. Und die Unsicherheit ist eigentlich nichts anderes als die Widerspiegelung des Erfolgswunsches. Ne? Wenn mir völlig wurscht ist, was Leute von mir denken in der Situation, kann ich mich ja einfach irgendwie verhalten. Wobei das ja auch manchmal nicht verkehrt sein kann, Das gell? stimmt. Das stimmt. Und übrigens glaube ich tatsächlich auch, dass gerade wenn Menschen etwas feinfühliger sind, also mehr darüber denken, was denken andere jetzt von mir oder was wollen die von mir oder was erwarten die von mir oder was halten die für gut, dass man das ein bisschen in der Situation natürlich absenken muss. Andere Leute, die da nicht so intensiv drüber nachdenken, über was die anderen so denken, tun sich manchmal etwas leichter. Bereiten sich aber oft nicht besonders gut vor auf Situationen und scheitern dann, weil sie glauben, mit meiner frischen Art des Auftretens bin ich immer noch durchgekommen. Das stimmt bis zu einer gewissen Grenze, aber eben auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Ja klar, wenn du unverhofft, dann ist es auf einmal großes Drama. Dann ist auf jeden Fall schnell ein Scheitern da, weil irgendwie die Auseinandersetzung mit dieser oder jener Frage im Vorfeld, die kommen kann und dann auch folgerichtig kommt, nicht gekommen ist. Also ich glaube, weniger nachdenken kann manchmal vorteilhaft sein, aber ich halte eigentlich eine gute Vorbereitung auf bestimmte Situationen und Auseinandersetzung damit für den sinnvolleren Weg. Also, ne, fassen wir nochmal zusammen. Man bereitet sich vor im Sinne von, klar, inhaltliche Vorbereitung, man kennt die Teilnehmergruppe oder den Kunden Absolut. oder was auch immer. Man hat da schon ein gewisses Gespür entwickelt, sei es Webauftritt, also wie ticken die, wie kann ich mich anpassen. So, und dann kommt ja trotzdem noch der Auftritt. Absolut. Und übrigens, es kommt auch die Situation, wo ich eine gewisse Schlagfertigkeit brauche, möglicherweise. Oder ich muss zumindest, weil die Rolle es verlangt, ein mögliches, in Anführungszeichen, Dominanzverhalten an den Tag legen. Ne? Weil ich jetzt derjenige bin, der durch die Veranstaltung führt oder der redet oder der die anderen von irgendwas überzeugen will. Ja. Also das ist auch eine Frage,
gehört zu meiner Rolle jetzt dazu, zum Beispiel Menschen freundlich in den Saal der Veranstaltung zu treiben, gehört zu meiner Rolle dazu, dass ich sage, ich kann total verstehen, dass Sie Fragen haben. Seien Sie doch so lieb, lassen Sie mich meinen Vortrag zu Ende machen und wir diskutieren das dann hinterher, weil möglicherweise ergeben sich die Fragen dann von Ja, selbst. Ne? genau, also richtungsweisend unterwegs zu Und sein. das ist jetzt auch wieder eine Ja. Frage, wirke ich in der Situation, wo ich das erbitte oder sage, sicher oder äußere ich Zweifel? Und ne, also ermuntere quasi Ja. Menschen auch noch dazu, sich mit mir anzulegen. Und wie ist es, wenn man wirklich an den Punkt kommt, wo man sagt, ich weiß gerade nicht mehr weiter? Also zum Beispiel inhaltlich, darf man sagen, kann ich nichts zu sagen oder? Total. Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen. Ich habe mir noch nicht ausführlich Gedanken gemacht darum. Ich darf Sie bitten, das bitte festzuhalten. Ich komme darauf nochmal zurück und wir überlegen, wie wir in der Frage weitergehen können. Okay, das ist galant umschifft, genau. Ja, weil ich habe mich mit diesem Thema mit einem guten Freund unterhalten, weil wir auch gesagt haben, es ist auch irgendwie eine gewisse Stärke zu sagen, nee, ich habe da jetzt gerade keine Antwort. Also auf alles kann man keine Antwort haben oder man kann auch nicht alles wissen. Nur wie geht man damit um? Ich glaube, es geht um die Frage, nutzt man dieses Instrument nur für die zwei, drei Themen, die wirklich auch besonders oder neu sind? Ne? Wenn du eine Präsentation oder einen Vortrag machst und du hättest dich eigentlich damit auseinandersetzen müssen, ne? Dann erwartet man natürlich auch von dir als Profi, weil sonst darfst du ja nicht auf die Bühne gehen, wenn du kein Profi bist eigentlich. Oder du darfst nicht in die Rolle des Vortragenden gehen, wenn du keine Expertise hast in dem Thema, dann erwartet man natürlich von dir, dass du die Standardfragen durchdacht hast. Ja. Also, dass du Antworten geben kannst. Die Ja. können fröhlicher sein, unterhaltsamer, aber sie sollten auf jeden Fall irgendwie sinnvoll und richtig sein. Okay, Ne? also heißt auch das Szenario vielleicht im Vorfeld mal durchdenken, was könnten wirklich für Fragen aufkommen. Und Absolut. ich meine, ich glaube, es gibt schon noch Fragen, auf die hat man sich dann wirklich nicht vorbereitet. Total. Dann ist die Möglichkeit zu sagen, ne, wir stellen es an und wir sammeln das und gucken dann nochmal Du drauf. kannst sogar mit einer gewissen Prise Ironie antworten. Die entscheidende Frage ist, wir kommen nochmal zurück zu dem Thema Lebensmittel, ist es eine Prise, ne, oder ist es überdosiert? Ja. Ne, Prise heißt, das ist jetzt eine wirklich spannende Frage. Mir ist schon an zwei, drei Stellen aufgefallen, dass sie sehr scharf denken. Ne? Und das ist quasi eine Methodik aus dem Judo. Du nimmst den Schwung des Gegenübers auf, um dich selber etwas zu verteidigen. Ne? Aber das kannst du natürlich nicht die ganze Zeit und mit allen Fragen machen. Ne? Das geht einmal, Würde auffallen, das ja. würde auffallen. Also das Durchdenken und das auch vorher probieren. Und natürlich, wenn es bei irgendwelchen Sachen um was Wichtiges geht, dann auch einen sogenannten Dry Run. Also wir probieren das mal trocken und überlegen uns mal, welche Fragen würden wir denn stellen, wenn wir auf der anderen Seite sitzen. Ja. Das sollte man bitte auf jeden Fall machen. Ja. Ja, auch ein guter Tipp auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Empfehlung an jüngere Frauen im Business ist, so wenig wie möglich über dieses Thema. Die machen das oder die denken das, weil ich Frau bin oder ich würde denken über das Thema, natürlich, wenn ich jünger bin, habe ich üblicherweise nicht so viele Trainingssituationen in dieser oder jener Situation gehabt, wie jemand, der älter und erfahrener ist. Üblicherweise hat der dann mehr solcher Situationen gehabt und konnte eine gewisse Sicherheit erwerben. Das heißt, ich kann das punkten. Allerdings durch Schlagfertigkeit, ich kann das punkten durch gute Vorbereitung, ich kann punkten dadurch, dass ich nicht aus der Rolle falle und ich kann punkten dadurch, dass ich mir überlege, was wird von meiner Rolle jetzt verlangt. Also, ne, ich würde zum Beispiel nicht versuchen, über eine besondere Art und Weise der Witzigkeit oder Ja. der Ironie oder des Sarkasmus das
sind alles, finde ich, gefährliche Stilmittel in der Situation, wenn man nicht besonders vertraut ist mit einer Situation. Sondern dann würde ich versuchen, einen guten und sauberen Weg dadurch zu finden. Ich würde dem anderen immer und auch Gruppen von Menschen immer deutlich machen, dass ich sie ernst nehme, dass ich mir notiere, was an Fragen auftaucht oder dass jemand notieren lasse. Das ist eigentlich noch der viel klügere Weg, jemanden zu bitten, von dem ich weiß, der ist mir gewogen oder den habe ich selber mitgenommen, die Fragen zu notieren, sodass sie nicht verloren gehen. Sowas kann man auch groß auf den Flipchart schreiben. Also ich glaube, wenn man unsicherer ist in der Situation, ist eine gute Vorbereitung, eine Auseinandersetzung damit, aber auch ein in sich hineinhorchen, warum ist mir die Situation unangenehm oder unlieb, und dann einfach sich mit dieser Situation konfrontieren. Ja. Und ich denke auch, dass es gibt ja auch Situationen, in denen ist die Rolle vielleicht nicht ganz klar, aber auch das kann man beim Ansprechpartner oder sollte man in dem Fall ja ganz sicher erfragen. Also was erwarten Sie jetzt gerade von mir? Also bin ich jetzt als Trainerin da, bin ich als Moderatorin da? Also was genau ist jetzt meine Rolle? Und das ist tatsächlich überhaupt nicht Altersunterschiedlichkeit oder altersunterschiedlich oder erfahrungsunterschiedlich. Das tue ich heute. Genau. Ganz normal. Ja. Nur zu sagen, als was hätten Sie mich gern? Als Trainer, als Moderator, als Impulsgeber? Wer soll ich sein in der Situation? Ja, weil das ist auch, glaube ich, ein guter Gedanke, weil auch das so eine Hemmschwelle ist, zu sagen, darf ich das fragen oder erwarten die, dass ich das schon weiß, aber woher soll ich es wissen? Und absolut. Totaler Quatsch. Also mit so einem Gedanken ranzugehen und zu denken, ich muss das wissen. Schön. Gut. Ich hoffe, es waren ein paar Gedanken dabei. Hoffe ich auch. Prima. Dann machen wir mit einem neuen Thema an dieser Stelle weiter. Genau. Und falls Sie noch Fragen haben, falls du noch Fragen hast, gerne in die Kommentarfunktion oder kontaktiere uns gerne. Wenn du noch Informationen zum Thema brauchst, sind wir gerne bereit, dann nochmal in den Austausch zu gehen. Ja, in diesem Sinne. Bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen.